Gerade ging es um Mass Effect 4 und jetzt um Apple. Streaming-Dienste wie Spotify haben großen Erfolg. Man zahlt einmal oder gar nicht und genießt haufenweise Musik, quasi ohne Limit. Das bedeutet natürlich, dass Music-Stores wie zum Beispiel iTunes etwas an Gewinn verlieren. Apple denkt also jetzt schon darüber nach, gegenzusteuern. Heißt also Streaming-Dienst incoming. Eigentlich nicht wirklich News, allerdings hört man jetzt, dass der große Apfel extreme Wege gehen will, um den Umsatz wieder zu steigern. Angeblich soll der iTunes Store bald auch für Android-User erhältlich sein. Android ist nun mal weiter verbreitet. Kunden also, die Apple neu gewinnen könnte mit einem iTunes Store inklusive Streaming-Dienst. Für eine monatliche Gebühr soll man dann die gesamte Musik im Store streamen können. Und das auch auf Geräten von HTC, Samsung und Co. Das berichtet jedenfalls eine unbekannte Quelle eines Musiklabels. Apple selbst hat diese Nachricht noch nicht kommentiert, aber sagt mir das mal, liebe Android-Suchtis, würdet ihr iTunes auf eurem Smartphone installieren?